Station 10B, 2014, 24. September. Der Mandelkern und die Unfähigkeit zu fliegen. Der Mandelkern, in Klammern medizinisch Amygdala, ist im Gehirn dafür zuständig, Gefahr zu erkennen und Furcht zu empfinden. Klammern Kapitel Emotions in der Neuroscience. Das Fehlen des Mandelkerns wird sehr schön von der Frau S.M. dargestellt. Mrs. M. leidet an einer seltenen vererbten Autoimmunität, die die Neurone der Amygdala betrifft, was schließlich zum Fehlen des Mandelkerns führt. In Klammern, so wie bei mir nach der Xebium-Impfung die Neurone fehlen würden, die das Broca-Areal in die Gesamtarchitektur des Hirns einbinden und letztlich dadurch die Tötungshemmung bewirken, würde ich dem ärztlichen Rat folgen und mich mit Asperdal oder Envega vergiften. Abgesehen von der Unfähigkeit, Furcht zu empfinden, Klammern, und damit die Unfähigkeit zu fliegen, wie uns Asterix bei den Goten lehrt, sind alle Emotionen und intellektuellen sowie motorischen und sensuellen Fähigkeiten erhalten. Die Frau führt ein völlig normales Leben, außer dass sie dauernd in Lebensgefahr gerät. Professor Adolfs machte mit dieser Urbach-Wiete-Krankheit ein Experiment. Er oder sie, das ist im amerikanischen Sprachgebrauch nicht erkennbar, führte Frau M. zum Beispiel in ein Reptilienhaus zu den giftigsten Schlangen. Frau M. wollte mit diesen tödlichen Kreaturen spielen. Im Gruselkabinett scherzte sie mit den Schreckgespenstern. In Klammern, ob diese daraufhin frustriert den Beruf aufgaben, ist nicht überliefert. Gefährlich ist sowas, auch in der sozialen Umwelt. Man kann die Vertrauenswürdigkeit seiner Mitmenschen nicht einschätzen. Etwas Vergleichbares beschreibt die forensische Psychiatrie von traumatisierten Menschen. Ein eingeschränktes Furchtempfindungsvermögen. Es ist klar, ohne Furcht gerät man viel leichter in körperliche Auseinandersetzungen. Und weil man dadurch auffällig wird, bekommt man auch häufiger den schwarzen Peter zugeschoben bei der allfälligen juristischen Aufarbeitung. Zum Beispiel neulich vor 7 Jahren, als ich gerade dem größten regierenden Bürgermeister aller Zeiten bei den Russen angeschwärzt hatte wegen versuchten Wahlbetrugs. In der Gastwirtschaft lernte ich eine junge Frau kennen, die sich auf eine Partie Billard mit mir einließ. Das aparte Wesen war aber in Begleitung zweier Studenten der Ingenieurswissenschaften. Und irgendwie fühlten sich die beiden wohl in der Pirsch gestört. Und so raunte mir der eine schon während des Billardspiels, jede körperliche Distanz aufgebend, ins Ohr, ich solle, Zitat, die einzige freie Türkin in diesem scheiß Berlin in Ruhe lassen. Nach dem Billardspiel verließen wir dann zu viert den Schankraum und hatten zum Unglück denselben Heimweg. Ohne die soziale Kontrolle der Kneipe wurden die beiden Herren Studiosi dann auch rasch rabiat. Aber Bange machen gilt bei mir bekanntlich nicht. Bei Gericht hieß es dann, man habe in den Augen der Frau gelesen, während des Billardspiels, dass sie sich von mir belästigt fühle. Okay, was ein brünftiger Jüngling in den Augen der begehrten Beute liest, sollte ein vorsitzender Richter eigentlich einschätzen können. Und eine Frau Dr. Med Wiese weiß sicherlich, dass eine schwangere Frau mit einer klaffenden, etwa 15 cm langen Wunde am Unterarm und abgehendem Fruchtwasser nach Dritten in den Bauch, ohne Liegentransport mit Blaulicht, fröhlich zu Fuß nach Hause geht. Das muss ich richtig formulieren. Nicht fröhlich zu Fuß nach Hause geht, sondern eben einen Liegentransport benutzt. Wenn ich mich damals bei der Hauptverhandlung, als ich zu lebenslänglich gefährlich geisteskrank, in Klammern § 63 StGB verurteilt wurde, nicht aufgesprungen und habe gesagt, eben war doch der Polizist dran, hat ausgesagt, es gab keinen Krankentransport. Die Zicke erzählt Scheiße. Naja, ein Vega plus Soldian macht gefügig. Warum hat der Rechtsanwalt Scherer Berlin nicht protestiert, mir stattdessen seinen üblen Mundgeruch ins Gesicht geblasen, ich solle jetzt nichts sagen, alles würde nur schlimmer werden? Solche oder ähnliche Fragen mögen sich viele meiner 63er Kameraden hier stellen. Nach Professor Konrad, Forensische Psychiatrie, Kohlhammer Verlag,
etwa 2 von 3. Andererseits, wenn ich damals nicht die attraktive vietnamesische Grundschullehrerin kennengelernt hätte, in Klammern, in meiner Facebook-Titelbildersammlung befindet sich eine bereits unter konspirativen Bedingungen aufgenommene Fotografie, Praktika 20 mm Brennweite, 400er Film, eine halbe Sekunde, Blende 4. Ich habe Eng nie wiedergesehen. Der vereidigte Dolmetscher an Berliner Gerichten, Nguyen Nang, hat sie wohl weiterverkauft. Hätte mich die Amtsärztin Gabriele Döring nicht chronisch paranoid schizophren diagnostiziert und die beamtete Forensikerin Janita Wiese hätte keine Unheilbarkeit attestiert. Mir wäre etwas entgangen. Nur fliegen. Fliegen kann ich immer noch nicht. Ende.